Löwenzähnchen, die fliegende Nuss. Hinter dir ist auch noch eine. Ein bisschen weiter. Ja, noch ein kleines Stück Keks. Super. Warte, ich komme runter. Ja, sehr gut, mein Großer. Damit die beim nächsten Sturm besser halten, brauche ich eine festere Schnur. Ich besorge gleich eine neue. Und du willst nicht mitkommen, Keks? Ich soll dir ein paar Leckerlis mitbringen. Wusste ich's doch. Bis später, Keks. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Wer ist das? Tja, muss ich doch mal nachschauen. Hey, wo seid ihr? Wo sind die nur? Sind die hier? Nee. Fang mich doch, du Eierloch. Menno, ich bin. Hey, was war das? Verzeihung, das war mein Mittagessen. Dein Mittagessen? Ja, eine Nuss. Die ist echt hart, deine Nuss. Hi, ich bin Keks. Und ich bin Elsa, Emilia, Esmeralda, Eichhörnchen. Elsa, wie? Wo rennst du denn hin? Ich muss meine Nuss wiederfinden. Deine Nuss liegt da. Danke. Fang mich doch, du Eierloch. Hör auf. Nicht trubeln. Menno, ich bin. Gehören die Kleinen da drüben zu dir? Ja, das sind meine Kinder. Was suchst du denn jetzt schon wieder? Noch mehr Nüsse. Ich komm mit. Willst du meine Nüsse klauen? Quatsch, Matsch. Die Schale von den Dingern ist doch ganz schön hart. Ich? Kann die Schale mit meinen Zähnen knacken. Und deine Zähne gehen nicht kaputt? Nö. Und wenn, wachsen sie wieder nach. Echt? Oh, genial. Solche Beißerchen hätte ich auch gern. Verkekst. Lecker. Von denen brauche ich noch ganz viele. Willst du die etwa alle zum Mittag essen? Nein. Die verstecke ich, damit ich im Winter auch was zu futtern habe. Aha. Ich verbuddel meine Knochen auch manchmal. Du bist. Nee, du. Da sind sie ja wieder. Das sind Emilie und Elisa. Ups. Und sie streiten sich den ganzen Tag. Mama, Emilie hat mich geschoben. Siehst du? Was habe ich gesagt? Elsa, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hier oben. Verflixter Hundeknochen. Du bist einfach zu schnell. Eine Hütte im Baum? Aber du kommst hier nicht rein. Geh runter von mir. Aber nur, wenn du aus meiner Kuhle rausgehst, du Pupsdoofmann. Mama! Er hat Pupsdoofmann gesagt. Du bist nur alle Pätze. Oh, auf damit. Alle beide. Und macht nicht so eine Unordnung. Cool. Du kannst echt gut klettern. Ich bin die Allerschnellste im Klettern. Auf jeden Fall. Sieht super aus. Und so sicher. Du fällst nie runter, oder? Nö. Ich steuere das mit meinem Schwanz. Oh, so einen will ich auch. Verkekst. Mama! Bin gleich da. Ich muss nur noch ein paar Nüsse finden. Ich helfe dir suchen. Dann kannst du schneller zu deinen Kindern. Komm mal hierher, Elsa. Ich hab welche. Ganz viele. Oh. Ah, super Keks. Danke. So, genug für meinen Wintervorrat. Jetzt hast du dir erstmal eine Pause verdient. Oh ja. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir. Oh, ich hab mich grad verkekst.
Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschplatschtanz. Ich bin so flink, man sieht mich kaum. Ich springe, ups, von Baum zu Baum. Grad war ich da, jetzt bin ich hier, ich fliege fast. Ganz wunderbar. Von Ast zu Ast, so spring ich dann, weil ich mit meinem Schwanz sogar meine Sprünge lenken kann. Wenn ich abends schlafen will, kuschel ich mich mit ihm ein. Mein Schwanz ist wuschelig weich und so schlaf ich gleich ein. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah. Das hat gut getan. Mama, langweilig. Ach, da siehst du es, ich kann nichts in Ruhe machen. Emilio, Elisa, ich habe eine Idee. Was denn? Du spielst doch mal... Wer ist bester Nestaufräumer? Oh ja, ich! Nein, ich! Bei mir sieht schon super aus. Bei mir noch viel besser. Danke, mach's gut, Keks. Wir räumen ja wirklich auf. Ciao, Elsa, ich muss los. Ach ja, die kleinen Eichhörnchen. Das nächste Mal spielen wir in meiner Hundehütte aufräumen. Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut. Dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Ach, komm schon. Hm? Na also. Übrigens, noch mehr über die Folge erfährst du auf zdftv.de. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patsch-Platsch-Tanz. Ich bin so flink, man sieht mich kaum. Ich springe, ups, von Baum zu Baum. Grad war ich da, jetzt bin ich hier, ich fliege fast. Ganz wunderbar. Von Ast zu Ast, so spring ich dann, weil ich mit meinem Schwanz sogar meine Sprünge lenken kann. Wenn ich abends schlafen will, kuschel ich mich mit ihm ein. Mein Schwanz ist wuschelig weich. Und so schlaf ich gleich ein. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah. Das hat gut getan. Mama, langweilig. Ach, da siehst du es, ich kann nichts in Ruhe machen. Emilio, Elisa, ich habe eine Idee. Was denn? Du spielst doch mal, wer ist bester Nestaufräumer? Oh ja, ich! Nein, ich! Bei mir sieht schon super aus. Bei mir noch viel besser. Danke, mach's gut, Keks. Aus. Und so sicher. Du fällst nie runter, oder? Nö. Ich steuere das mit meinem Schwanz. Oh, so einen will ich auch. Verkekst. Mama! Bin gleich da. Ich muss nur noch ein paar Nüsse finden. Ich helfe dir suchen. Dann kannst du schneller zu deinen Kindern. Komm mal hierher, Elsa. Ich hab welche. Ganz viele. Oh. Ah, super, Keks. Danke. So, genug für meinen Wintervorrat. Jetzt hast du dir erstmal eine Pause verdient. Oh ja. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit
einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir, oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Mal mit meinen Zähnen knacken. Und deine Zähne gehen nicht kaputt? Nö. Und wenn, wachsen sie wieder nach. Echt? Ja, genial. Solche Beißerchen hätte ich auch gern. Verkekst. Lecker. Von denen brauche ich noch ganz viele. Willst du die etwa alle zum Mittag essen? Nein, die verstecke ich, damit ich im Winter auch was zu futtern habe. Aha, ich verbuddel meine Knochen auch manchmal. Du bist... Nee, du! Da sind sie ja wieder. Das sind Emilio und Elisa. Ups, und sie streiten sich den ganzen Tag. Mama, Emilio hat mich geschoben. Siehst du? Was hab ich gesagt? Elsa, wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hier oben. Verflixter Hundeknochen. Du bist einfach zu schnell. Eine Hütte im Baum? Aber du kommst hier nicht rein. Geh runter von mir. Aber nur, wenn du aus meiner Kuhle rausgehst, du Pupsdoofmann. Mama! Elliot Pupsdoofmann gesagt. Du bist nur alle Pets. Oh, auf damit. Alle beide. Und macht nicht so eine Unordnung. Cool. Du kannst echt gut klettern. Ich bin die Allerschnellste im Klettern. Auf jeden Fall. Sieht super. Löwenzähnchen. Die fliegende Nuss. Hinter dir ist auch noch eine. Ein bisschen weiter. Ja, noch ein kleines Stück Keks. Super. Warte, ich komme runter. Ja, sehr gut, mein Großer. Damit die beim nächsten Sturm besser halten, brauche ich eine festere Schnur. Ich besorge gleich eine neue. Und du willst nicht mitkommen, Keks? Ich soll dir ein paar Leckerlis mitbringen. Wusste ich's doch. Bis später, Keks. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Wer ist das? Tja, muss ich doch mal nachschauen. Hey, wo seid ihr? Wo sind die nur? Sind die hier? Nee. Warum ist das so Eierloch? Menno, ich bin. Hey, was war das? Verzeihung, das war mein Mittagessen. Dein Mittagessen? Ja, eine Nuss. Die ist echt hart, deine Nuss. Hi, ich bin Keks. Und ich bin Elsa, Emilia, Esmeralda, Eichhörnchen. Elsa, wie? Wo rennst du denn ich hin? Ich muss meine Nuss wiederfinden. Deine Nuss liegt da. Danke. Fang mich doch zu Eierloch. Hör auf. Jetzt du bist. Menno, ich bin. Gehören die Kleinen da drüben zu dir? Ja, das sind meine Kinder. Was suchst du denn jetzt schon wieder? Noch mehr Nüsse. Ich komm mit. Willst du meine Nüsse klauen? Quatsch, Matsch. Die Schale von den Dingern ist doch ganz schön hart. Ich? Lecker. Kann die Schale...